Ja, schönen guten Tag. Ich zeige Ihnen jetzt im zweiten Teil das Sonova 70 als Materialprüfgerät. Es ist also ein sehr leistungsfähiger und mit sehr vielen Optionen ausgestatteter Röntgenmesser. Habe aber auch die Möglichkeit, es als Materialprüfgerät für eine Schweißnahtprüfung zu nutzen. Und was ich auf meinem Gerät noch drauf habe, ist eine Option, ist die Laufzeitmessung. Gibt manchmal Anwendungen, wo die Laufzeit interessant ist. Wir wählen also aus Materialprüfgerät. In den meisten Fällen ist es sinnvoll, wenn man die Materialprüfung macht, dass man sich das Gerät im Landscape, Landschaftsmodus, Quermodus hinlegt. Man hat einfach mehr Raum. Was hier immer wichtig ist, was habe ich für einen Messbereich eingestellt, und gucken wir mal, was sich hier hinter gerade verbirgt. Und wir haben jetzt einen Messbereich von 230 mm. Das, denke ich, ist für meine Zwecke jetzt völlig okay. Und ich würde hier also ganz normal auch den Prüfkopf auswählen, komme hier in die Auswahl rein, jetzt ist der schon da. Dann lassen wir ihn auch da, nehmen wir den 60.4. Und ich sehe aber, ich habe hier also eine nicht passende Schallgeschwindigkeit. Ich stelle mir das bei dem Gerät, das können wir ja mal einfach durchgehen, was ich mir eingestellt habe. Ich stelle mir das bei dem Gerät in der Regel so ein für die Materialprüfung, dass ich hier also den gesamten Schallweg habe, der hier gemessen wird. Der wird natürlich immer an der Blende gemessen, dass ich die Echohöhe oder die Anzeigenhöhe in Prozent von der Bildschirmhöhe habe. Dann habe ich den D1-Wert, das ist also die Tiefe des Fehlers ist im Material, den R1-Wert, Entfernung des Fehlers von der Front. HK ist die Höhe über der Kurve und die Schallgeschwindigkeit. Und wenn ich mir die Schallgeschwindigkeit einstelle, sehe ich also hier sofort, okay, hier steht 7028 Meter pro Sekunde. Aber also entweder ein völlig anderes Material mit einer sehr hohen Schallgeschwindigkeit oder irgendwas ist bei der Kalibrierung schiefgegangen. Und da ich weiß, wenn ich eine Stahlschweißnaht prüfe, ist die Schallgeschwindigkeit ungefähr bei 3200 40 Meter pro Sekunde, dann kalibriere ich jetzt also das Gerät mal auf diesen Prüfkopf und auf die Schallgeschwindigkeit. Dazu gehen wir also jetzt in die Prüfungsvorbereitung, Justierung, und haben jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel über eine Kalibrierblock-Datenbank, die kann man auch selbst bearbeiten, mir die Kalibrierkörper anzulegen. Ich habe jetzt hier nur den K2 drin in zwei Versionen. Ich kalibriere jetzt an der Seite mit dem erst kurzen Echo, also mit 25 mm, und wähle diesen Kalibrierblock aus. Ich kann hier also auch einfach jetzt mal nachgucken, hat er das richtig reingemacht. Ich kann das natürlich alles händisch anpassen. Und starte dann meine Zweipunktjustierung. Und Öl habe ich schon drauf. Ich muss also hier jetzt das Maximum suchen. Stellen wir das so ein. Und dann B1 Start, Drehenshin passt, weiter, B1 Start, na, das liegt nicht am Gerät, das lag nur an meinen ungeschickten Fingern und ich habe es nicht bewegt, auch wenn das jetzt vielleicht, so, jetzt haben wir fertig, 2332. Ich weiß, dass es 3232, ich weiß, dass es 3240 nominell wert ist. Das ist also völlig in Ordnung. Plus minus 20 ist immer eine sehr gute Kalibrierung. Und jetzt gucke ich mir an, was haben wir hier in der Schweißnaht drin. Und scanne sie ab. So, und da sehe ich, okay, hier ist irgendwas. Muss ich mal ein bisschen lauter drehen und gucken. Ja, hier ist also ganz eindeutig eine Indikation drin. Jetzt habe ich hier also einen Messbereich, der mir für meine Zwecke viel zu groß ist. Gucken wir mal nach. Ich denke aber, die Materialdicke
ist richtig eingestellt, das sind 12 mm. Ja, okay. Und habe das also richtig eingestellt. Und wir gehen hier mal wieder raus. Start, dass wir uns also unsere Blende auch wieder herholen können. Und dann sehen wir also hier, wir haben die Indikation in einer Entfernung von 20 mm, das ist also hier vorne drin, und in einer Tiefe von 4,36 mm. Und erkennen wir sehr gut. Ist also vollwertig als Materialprüfgerät einsetzbar. Ich habe die Chance, wenn ich dieses Gerät habe und ich bin unterwegs und muss Wanddicken messen und ich habe mal eine Schweißnaht zu prüfen, dann geht das auch sehr gut damit. Und was in dem Gerät alles schon an Optionen drin ist, ich habe also auch für die Justierung die Bewertungskurven drin und habe hier also die Möglichkeit, DRC, AVG zu nutzen und kann zum Beispiel dann beim, bei der AVG-Kurve einen AVG-Bezug festlegen und kann hier also auswählen, mache ich das an der Rückwand, an einem Kreisscheibenreflektor, an einer Seitenbohrung, und ich würde das jetzt einfach mal an der Rückwand machen. Suche wieder wie vorhin auch Maximum, können wir gleich Zug festlegen. Gleich das hier ein bisschen näher ranholen. So, hängt man auch AVG-Bezug fest, zack, Referenz setzen. Und dann sehen wir, ist jetzt also die Amplitudenjustierung mit der Rückwand hier durchgeführt worden. Und also jetzt bewerten, wie groß sind die Fehler. Ja, Sonova 70, vollwertiges Wanddicken-Messgerät mit einer ganzen Reihe an Funktionen, von der Mehrschichtmessung über ja, Temperaturkoeffizientenmöglichkeiten. So, ich kann mir das auch so einstellen, dass ich, wenn meine Referenz bei 20 Grad ist und ich messe aber bei minus 20, dass das Gerät also das umrechnet. Habe alle Möglichkeiten für ein sehr hochwertiges Wanddickenmessgerät und gleichzeitig Materialprüfgerät zur Schweißnahtprüfung. Wenn es Fragen gibt, finden Sie am Ende des Videos meine Kontaktdaten, rufen Sie mich gerne an und dann klären wir es. Ja, und viel Freude bei der Nutzung mit dem Gerät.